So, liebe Freunde, es wird endlich mal Zeit für Stefans Teil 2, denn ich habe mittlerweile schon Teil 3 in Vorbereitung. Aber bevor der kommt, muss natürlich erstmal das Dunkle gegen das Dunkle, wie versprochen, gemacht werden. Und zwar haben wir das Vielanker, ja, und ist auch dabei, Schwarzbier. Das dritte hat er ja selber getrunken, er hat es aber wieder ausgeglichen, wieder gut gemacht durch die Vietnamesischen, die im nächsten regulären Video folgen werden. Oder übernächsten, wenn ich das Maibock vorziehe. Maibock gegen Maibock, Kühlerkuh gegen Vogelbeut. Das wird man dann sehen, mache ich spontan. Nochmal liebe Grüße an den Simpson, der mir die geile Kette hier geschenkt hat. Mit dem Torhammer als Leder. War ein geiles Geschenk. Ich habe ja verschiedene von denen. Ne? Die bisher hatte, war eine etwas zu dünne, meiner Meinung nach. Dann habe ich auch noch welche mit Wölfen, die aber irgendwie mit dem Ring nicht richtig gepasst haben. Aber dafür sind die Wölfe ziemlich cool. Aber wie gesagt, man kann da immer abwechseln. Jetzt habe ich eine aus echtem Leder, die hier richtig gut hängt. Die haben wir auch sogar in der Sauna anlassen, ohne dass einem der Hals verbrennt. Richtig geil. Hat man immer mal Abwechslung. Lieben Gruß nochmal an Simpson. So, jetzt aber nochmal lieben Gruß an Alex und die gesamte Sauna-Crew. Und ich mache hier mal auf mit dem beliebtesten, meiner Meinung nach beliebtesten Verschlüssel überhaupt, der Blob-Verschluss. Jawohl. Ist nicht abgesprungen, aber passt trotzdem. Und wie beim letzten Video auch, werde ich es gegen ein anderes, meiner Meinung nach, sehr gutes, dunkles Bier tasten, weil es ja, wie gesagt, gute Biere müssen natürlich auch ja, eine angemessene Konkurrenz halt haben, um die Wertschätzung richtig zu werden. Erstmal mache ich es völlig wertfrei, ich habe es noch nie getrunken, nur für sich. Ich habe extra vorhin einen Schluck Wasser getrunken, damit ich hier auch neutralisiert bin. Man soll ja nicht vorher irgendeine andere Biersorte trinken, deshalb erstmal zum Wohle. Also, das ist wirklich richtig schwarz. Oh ja, das ist würzig, deftig, stark auch. Es schmeckt zumindest stark. Ich bin mal gleich auf die Prozentzahl gespannt. Ich habe noch nicht selber geguckt. Das ist eigentlich ein klassisches Winterbier für mich. Ich habe extra für euch heute mal wieder mein Bier-Shirt angezogen. Mit genau auf Höhe der zuckenden Brustmuskeln endet das Bier und beginnt die Schaukrone. Ich feiere es ja irgendwie. Für den Alltag ist es natürlich nichts, so kann ich nicht draußen rumlaufen. Die denken ja, der Typ spinnt. Stimmt ja auch, ein bisschen verrückt bin ich ja auch. Aber das muss ja nicht jeder merken. So, also, jetzt muss ich mal vorlesen. Es ist ein bisschen dunkel. 5,5%. Ziemlich kräftig. Und aus dem Quellwasser, Quellwasser gebraut, aus dem Bayer, das ist gar nicht aus dem Bayern, Moment mal. Das ist das, wo ist denn dieses Vier? 19309, das ist ganz im Norden. Ganz im Norden muss das sein, das weiß ich aus dem Kopf. Ich muss es jetzt selber mal googeln, aber hier steht jetzt, ja, norddeutsche Ehrlichkeit, Handarbeit, hausgebrautes Bier. In eigener Rezeptur mit frischem Vielanker Quellwasser. Ich muss das mal googeln. Ich habe keine Ahnung, wo diese Stadt ist. Aber von der Postleitzahl her kann ich ableiten, diese 1-9er-Zahlen, das ist dann immer im Norden. Aber wow, okay. Schmeckt sehr lecker. Ich möchte es gerne gegenchecken. Gegen eins, das ihr schon alle kennt und ich auch. Wobei es in dem Fall fast unfair ist. Ist mir aber erst zu spät aufgefallen, weil das ein zu starkes ist. Das Baltic Double, aber weil das halt auch ein dunkles Bier ist, habe ich gedacht, dass ich das als Vergleich nehme. Man braucht ja immer auch einen Vergleich. Ne? Aber da habe ich jetzt einen Fehler gemacht, da hätte ich ein anderes raussuchen sollen. Aber jetzt ist es zu spät, weil jetzt ist das ja offen. Also nehme ich halt doch das. Also ich kann aber jetzt schon sagen, das Vielanker Bier, lieben Gruß nochmal an Stefan und vielen Dank dafür. Richtig spannend wird es ja sowieso erst im nächsten Stefan-Special. Denn da kommen Biere, die ich selbst noch nie in meinem Leben getrunken habe. Also ich hatte ja vieles schon aus allen Herren Ländern Biere, sogar aus Thailand vom Stefan letztes Jahr, dieses Drachenbier und das Tigerbier. Aber ein vietnamesisches Bier habe ich wirklich noch nie getrunken. Und das wird natürlich eine absolute Premiere.
Jetzt habe ich das Baltic Double, das kennt ihr schon, das ist auch ein dunkles, das ist nicht mehr ganz so schwarz wie das. Wenn man es direkt vergleicht, wirkt es eigentlich eher braun. Ne? So ungefähr ein Schwarzafrikaner gegen einen südlichen Araber. So, aber halt 3 ganze Prozentpunkte stärker. 8,5 Umdrehungen. Wollte jetzt nur mal etwas spaßeshalber gegentasten. Ja, das schmeckt natürlich schon die noch mehr Bauer raus, klar. Und es ist ja auch kein billiges, diese Baltic Ale. Die sind ja ähnlich so wie die Störtebäcker, also diese Inselbrauerei. Auch immer im Rewe, im Sonderregal. Ist auch so eine Flasche ziemlich teuer. Aber das Vielanka hat einen enorm guten Eigengeschmack, eine Eigenwürze. Das holt aus den 5,5% extrem viel raus, finde ich persönlich. Also, es ist schwierig jetzt zu sagen, wer jetzt gewinnen würde. Im Moment würde ich fast sogar sagen, angesichts der Tatsache, dass das nur 5,5 Umdrehungen hat, würde ich sogar sagen, das ist der Sieger. Die sind beide hervorragend, aber das ist sogar der Sieger, weil der schafft es aus 5,5%, und Alkohol ist ja ein Geschmacksträger, wie wir alle wissen, schafft der mehr rauszuholen, als man wirklich glaubt. Wenn du das trinkst, hast du das Gefühl, es hat 7% oder so. Es schmeckt unheimlich intensiv, unheimlich kräftig, unheimlich stark. Das trinke ich jetzt auf euer aller Wohl noch in Ruhe aus. Das andere selbstverständlich auch. Aber in aller Ruhe, weil ich habe jetzt keinen Bock mehr, komplett krass hinter die Binde zu kippen. Wir sehen uns demnächst wieder live und im nächsten Video am anderen Ende der Leitung. Euer Dave, auf euer Wohl und zisch und klack und weg.